Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind endlich in Österreich angekommen, im Hotel Brunner. Und ich zeige euch mal so eine ganz kleine Roomtour, weil das interessiert ja immer alle. Kommt mal mit. Da hinten kommt man rein. Hier habt ihr natürlich Bett und so weiter. Hier ist so ein kleines Sofa. Ich glaube tatsächlich, dass man das eigentlich noch als vollständiges Bett nutzen kann, zum Beispiel mit Familie oder so. Das Bad ist mein persönliches Highlight. Richtig geil. Und ja, wir sind das allererste Mal in Schladming. Ja, morgen geht's auch dann schon direkt los in den Bikepark. Ich bin super, super krass gespannt. Ja, ich weiß gar nicht, was ich alles erzählen soll. Wir sind heute um 2 Uhr aufgestanden, haben uns dann auf den Weg gemacht, sind ewig lange Auto gefahren. Ich freue mich sehr, wenn es gleich Essen gibt. Und wir laufen jetzt gleich einmal zum Supermarkt, besorgen uns so ein paar Snacks schon mal. Und dann um 18 Uhr gibt es Essen. Und das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Ich würde sagen, wir nehmen euch einfach mal mit in die City und dann zeige ich euch alles so ein bisschen. Let's go! Wir stehen sozusagen beim Lift. Wir wollten das Ganze schon mal anschauen und ja, sind jetzt durch die Stadt gegangen, haben kurz beim Billa ein bisschen geshoppt. Auf der einen Seite praktisch hier, seht ihr, da ist der Lift. Auf der anderen Seite seht ihr Berge. Ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen Sorge, weil wir persönlich fanden wir Sölden so, war so super klein irgendwie und ja, um so essen zu gehen und so war da nicht so viel. Da hat uns Saalbach zum Beispiel besser gefallen. Aber hier in Schladming, die Innenstadt, ihr habt ja gerade schon ein paar Ausschnitte gesehen. Ich zeige euch noch ein bisschen mehr auf dem Rückweg, weil gehen wir dann durch die Fußgängerzone mal. Hier ist schon ein bisschen mehr geboten. Auch die Restaurants sehen fresh aus. Zum Beispiel im Hotel, wo wir sind, gibt es auch ein extra Restaurant, ähnlich wie damals in Sölden. Da kann man auch als Nicht-Hotelgast einfach die ganze Zeit essen. Mittagessen, ab 11 Uhr geht's los, Abendessen auch und fast gestürzt schon. Und ja, eine Bar gibt's natürlich auch. Ich bin richtig gespannt, was morgen der Park bringt. Wir müssen mal ein bisschen gucken. Michis Handgelenk ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Wir wissen nicht genau, was es ist. Ich tippe auf eine Sehnenscheidentzündung. So sieht es jetzt aus. Wir haben das so ein bisschen getaped mit Kinesio-Tape und hoffen, dass es da durch besser ist. Ja. Also die Innenstadt auf jeden Fall echt süß, viel besser als ich dachte, weil eigentlich, wenn man so auf der Karte guckt, dann ist Schladming auch sehr, sehr klein. Es ist praktisch eigentlich ja nur das hier so zum Biken, ne? Und hier sind tatsächlich heute relativ wenig Biker. Natürlich ist jetzt auch gerade in Leogang, steht jetzt am Wochenende World Cup an. Wahrscheinlich fahren viele nach Leogang. Gut für uns, denn dann haben wir viel Zeit, uns den Park entspannt anzugucken. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen. Wir gehen jetzt zurück zum Hotel. Ich zeige euch ein bisschen was von der Fußgängerzone noch. Und dann geht es für uns zum Abendessen. Vielleicht mache ich da euch ein paar kleine Aufnahmen im Handy schnell. Und jetzt, dann erzähle ich euch am Ende des Videos natürlich noch, wie dieses Jahr die Vlog-Reihe so aussieht. Ihr kennt es ja von den letzten Jahren. Da bin ich immer, wenn ich unterwegs war, habe ich so eine kleine Daily-Vlog-Reihe gemacht. So ähnlich wird es wahrscheinlich dieses Jahr auch. Müssen wir mal gucken, ob wir wirklich für Daily genug Videos kriegen. Aber ihr wisst ja, ich möchte nicht immer, dass man so, ja, dass ihr jetzt irgendwie 3 Monate lang Österreich-Content kriegt und nicht mehr mitbekommt, was ich zu Hause mache. Deswegen muss der Content ein bisschen schneller raus. Also ihr wisst Bescheid, wenn ich dann jetzt am Ende des Videos immer sage, bis morgen, dann kann es auch mal sein, dass es vielleicht übermorgen ist. Aber halt auf jeden Fall öfter als nur montags und mittwochs die Videos. Aber ja. Ich möchte am Ende noch ein paar Sachen erzählen, was mir beim Hotel so ein bisschen besonders war und mit was für einer Einstellung ich zum Beispiel auch dieses Jahr in diesen Urlaub hier starte. Denn zweites Mal richtig Österreich. Das erste Mal war ja nur so ein Warm-up-Ding, ne? War ein bisschen wenig. Aber ja, dieses Jahr mit neuem Setup auch mal wieder. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber da erzähle ich euch gleich mehr. Wir zeigen euch jetzt erstmal ein bisschen was von der Fußgängerzone noch.
So Leute, was geht ab? Die Michi lacht mich aus. Ich habe es nicht mehr geschafft. Ich musste mich ins Bett legen. Wir sind seit wie vielen Stunden sind wir wach? Wie viel haben wir denn? Wir haben 20 Uhr. 20 Uhr. Das heißt, wir sind seit, ich kann nicht rechnen, wir sind seit 2 Uhr heute Morgen wach und ich bin einfach voll fertig. Deswegen nach dem, ja, auf jeden Fall lang genug wach. Es ist so, nach dem Essen wird man ja immer extrem müde, vielleicht kennt ihr das ja. Und deswegen bin ich einfach ins Bett gefallen. Ich wollte aber dennoch das Outro jetzt für euch hier drehen und euch so ein bisschen erzählen. Also erstmal, das Essen war mega geil. Ich blende euch mal so ein paar Sequenzen ein, die ich einfach schnell mit dem Handy gefilmt habe. Es war so ein 4-Gänge-Menü. Da habe ich mich schon fast irgendwie ein bisschen komisch gefühlt, weil ich eigentlich sowas ja gar nicht, also nicht jetzt so der Ete-Petete-Essenstyp bin, sondern ich gebe mich auch mit Pizza und Burger eigentlich zufrieden. Aber es war richtig, richtig lecker, richtig gut. Liegt null im Magen und so. Ich habe das Gefühl, die nächsten paar Tage hier werden auf jeden Fall gesund. Ja, morgen geht es dann das erste Mal in den Park. Das ganze Hotel steht so ein bisschen, ja, in diesem, ja, wie soll man das sagen? Wie würdest du sagen? Esoterik ist falsch, ne? Entspannung, Ausgleich. Entspannung, Ausgleich, dass man auf seine Ernährung ein bisschen achtet, dass das halt regional ist und gesund. Ja, also so alles Mögliche, was einem eigentlich gut tut. Was man ja sonst, wenn man jetzt das mal vergleicht mit so einem Mallorca-Urlaub, wo man eigentlich das Gegenteil davon macht, wenn man sich da richtig, also so ein klassischer Ballermann-Urlaub zum Beispiel, ne? Wo man sich da richtig einen rein säuft und eigentlich seinem Körper nichts Gutes tut, ist das hier genau das Gegenteil. Und ich glaube, man kann das ganz gut kombinieren mit einem Tag im Bikepark, wenn man da Gas gegeben hat den ganzen Tag, dann entspannt, gut isst und dann einfach hier entspannt runterkommt. Es gibt auch einen coolen Bike-Keller, da steht sogar Werkzeug, wenn wir wollen, bereit, Kettenreiniger und so ein Kram. Zeigen wir euch vielleicht morgen mal. Und ich habe dieses Gespräch mit der Inhaberin, der Chefin hier sehr genossen, weil das war teilweise wirklich inspirierend und ich bin ja sehr affin für solche ganzen Themen mit auch Bewusstsein und wie man seinem Körper was Gutes tut und so weiter und so fort. Und vielleicht stellen wir diesen Urlaub so ein bisschen unter dieses Thema, ne? Dass man einfach, es jetzt nicht nur darum geht, einfach ja, krasse Mountainbike-Strecken zu fahren, sondern vielleicht so ein bisschen in die Richtung was macht, wie, ja, wie schaffe ich es jetzt mal, dass man ja wirklich mal das Ganze bewusst alles wahrnimmt, abschaltet vom Alltag, wirklich im Hier und Jetzt ist. Das begünstigt das Mountainbiken ja sowieso schon. Aber wenn man das nochmal explizit so macht, könnte ich mir vorstellen, dass das ganz cool werden kann. Und hier in dem Hotel ist das auf jeden Fall ein guter Startschuss dafür. Bin gespannt, wie die nächsten 2 Tage werden. Und ja, wir hauen uns jetzt aufs Ohr. Wir haben, glaube ich, gerade mal 21 Uhr oder so, allerhöchstens. Aber wir wollen morgen früh aufstehen, zum Frühstück gehen und dann wollen wir eigentlich um 10 Uhr am Park sein. Deswegen, lasst gerne ein Abo da, Leute. Schreibt mal gerne einen Kommentar, ob ihr schon mal in Schladming gewesen seid und was ihr von Schladming so haltet. Ich bin sehr, sehr gespannt, nämlich was ich davon halten werde. Die Strecken sehen ja sehr, sehr anspruchsvoll aus. Und ja, wir werden sehen, wo dieser Urlaub und dieses Projekt hier dieses Jahr hingeht. Bleibt auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn ihr die Glocke aktiviert. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, gute Nacht.